Bitte mit Startnummern kurz an unsere fantastische Wand. Darf ich vorher hervorragen? Dankeschön, bitte an die Wand. Ich wünsche der Kira alles Gute und gute Besserung und so weiter so stark bleiben, wie sie ist. Und ja, Hut ab vor dem. Ja. Super. Danke. Hallo Kira. Bussi. Super. Es kommt dann noch ein Video von mir, das willst du dann später sehen. Ich darf ja nichts verraten. Danke. Wie ist die Runde? Super. Zweck! Die Kira und vor allem schicken wir dir sehr, sehr viel Kraft. Viel Liebe und Ausdauer und nicht verzagen. Ja, und ich hoffe, dass das super dir irgendeine Kraft schickt, wenn wir da heute mitrennen. Sicher. Danke. Dankeschön. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, wie ich heute früh auch gehört habe, 3500 Läufer, wahrscheinlich werden es sogar ein paar mehr werden, die sich dann spontan auch noch dazu entschließen. Eine großartige Sache. Und vor allem, ich weiß nicht, ob jemand den Ö3-Wecker gehört, aber für mich ein toller Beginn in den Tag, als ich gehört habe, dass die Kira kleine, aber leichte Fortschritte macht, die Hand ein wenig bewegen kann und ich glaube, gerade in so einer Situation sind die kleinen Erfolge auch ganz groß. Also, ich wünsche mir das Allerbeste. Weil du stolz bist, wenn du warst, und sie trotzdem zu verlangst, für dich. Weil man warm wird, wenn du lachst, und am Herzen. Ich muss mir noch Tipps holen, wie man das übersteht. Grußbotschaft für die Kira. Hi Kira. Gute Besserung, alles Gute. Also wir sind alle für dich heute da. Kennen Sie dich bestens? Kira, da ist der Tom Walek. Ich habe in das Buch hineingeschrieben und habe dann auch meine Handynummer dazu geschrieben und habe mir gedacht, wenn du hier und da vielleicht einmal kurz eine Kleinigkeit zum Schmunzeln brauchst, dann rufst du mich an. Die Handynummer steht dort und dann plaudern wir miteinander und würde mich freuen, wenn du dich meldest. Super, danke dir. Dankeschön. Sehr schön, dass wir so ein Lauf- und Spendenfreudiges Volk sind. Ich würde auch gern mitlaufen, sage ich ganz ehrlich. Ich kann seit 4 Monaten schon keinen Sport betreiben, mit der Achillessehne zu tun. Und jedes Mal, wenn mich das Selbstmitleid wieder einmal bedrängt, dann denke ich immer an die Kira. Und dann muss ich gestehen, dann schäme ich mich immer ein bisschen. Ich denke mal, wie gut, wie toll geht die mit ihrer Situation um und tut es da wegen der Achillessehne was an. Also in Wirklichkeit, glaube ich, gibt sie uns auch sehr viel zurück in der Art und Weise, wie sie mit ihrem Schicksal umgeht. Und sie ist für mich ganz sicherlich eine Heldin von heute.
ist im Griff, uns entgeht kein letzter Schrei. Unser Outfit hat den meisten Schnitt. Jetzt im Wind, 2, 3, 4, hurra! Unsere Schwestern kauften gestern Kostüme, wir in Western Saison. Sie werden extrem bequem und außerdem werden sie wunderschön. So, na, na. Am Donnerstag, dem 30. Juli 2015, ist sie nach einem schweren Trainingsunfall in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden. Es wurde ein Bruch der Halswirbelsäule festgestellt. Nachdem bereits vor der Operation eine Querschnittslähmung diagnostiziert wurde, musste Kira sofort operiert werden. Mittlerweile ist sie in Bad Hering, einem Reha-Zentrum. Aber trotz dieser Tragödie ist Kira tapfer. Sie ist eine Kämpferin, aber sie braucht eure Unterstützung. Das heißt Hilfsbereitschaft, Freundschaft, Vertrauen, aber natürlich auch Geld. Deswegen haben Manuela Valli und Willi Lilge diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Laufen für Kira. Die Resonanz war unglaublich. Über 3000 Starter haben sich gemeldet, spontan, und werden hier mitmachen. Und es sind noch viel mehr. Und dafür einmal einen herzlichen Dank an alle, die heute dabei sind. Dankeschön. Ja, liebe Laufsportfreunde, noch einmal ein herzlichstes Grüß Gott euch allen hier. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Die Uli hat es schon gesagt. Der Grund ist klar, warum wir da sind. Wir haben im Vorfeld auch mit dem Willi Lilke und mit der Manuela Valli gesprochen. Und wir haben gesagt, es gibt heute ein Motto. Und das Motto heißt, zum einen gibt es einen tragischen Hintergrund. Aber zum anderen sollen wir mit unserer Freude und mit unserem Spaß am Laufen und in dieser großen Lauffamilie heute hier Freude verbreiten. Und das wollen wir auch von euch. Wie gesagt, es ist seit mindestens einer Stunde schon Gänsehaut-Feeling pur, was da abgeht. Und wir hoffen, dass wir jetzt bis 18 Uhr einiges an Informationen für euch drüber bringen. Es ist, wie gesagt, das erste Mal, es ist eine Spontanveranstaltung. Niemand, aber auch wirklich niemand konnte damit rechnen, dass wir hier über 3000 Läuferinnen und Läufer dabei haben werden. Was sogar Hund dazu sagen noch und Kinderwagen und was der Teufel, was soll ich nicht? Also, wie gesagt, es ist unglaublich und daher wollen wir auch ein paar Informationen drüber bringen. Ich sehe schon, die erste Interviewpartnerin ist auch da, aber ich möchte nur bei manchen ein bisschen die Aufregung nehmen. Ihr bekommt von uns alle Infos zum Lauf jetzt noch rechtzeitig. Das heißt, zum einen, welche Gruppe läuft wo, wie schnell und so weiter, wer läuft in dieser Gruppe. Letztendlich steht es euch dann frei, welcher Gruppe ihr euch anschließt. Das Ganze, wie gesagt, in den nächsten Minuten. Wir haben aber natürlich auch tolle Gesprächspartner zu uns gebeten. Eine davon nicht nur, weil sie eine tolle Gesprächspartnerin ist, sondern weil sie auch eine irre Geschichte auf die Beine gestellt hat. Zum einen den internationalen Frauenlauf, aber zum anderen ist sie heute nicht allein gekommen und sie haben es natürlich auch nicht ungeschickt gemacht und haben sich dementsprechend gekleidet. Also alles, was heute Türkis ist. Unglaublich, dass sie nämlich über, und das wird sie uns gleich selber sagen, warum, wieso, aber über 140 Teilnehmerinnen des Frauenlaufs, die heute hier auch gesagt haben, wir kommen, wir spenden, wir sind mit dabei für Kira. Und ich darf ganz herzlich die Ilse Wittmann bei mir begrüßen. Liebe Ilse, wenn du da so hinunterschaust, und wie gesagt, wir haben alle nicht rechnen können damit, aber was fällt dir dazu ein? Ja, es ist so, auf alle Fälle mal herzlich willkommen. Und für uns natürlich, für uns, die Organisatoren des österreichischen Frauenlaufs, war es natürlich klar, als wir gehört haben vom Unfall und den dramatischen Folgen von Kira, dass wir versuchen werden zu unterstützen, wo es geht.
Und so haben wir in den letzten Wochen mobilisiert über unsere Community viele Läuferinnen und natürlich auch Läufer aufgefordert, mitzukommen, mitzulaufen. Und ich finde und sehe, viele, viele sind gefolgt. Alleine über 140 haben sich über uns angemeldet. Aber ich habe schon jetzt viele Frauen getroffen, die natürlich schon angemeldet waren. Und ich möchte mich bedanken für dieses Engagement. Wir haben jetzt ein Foto gemacht und es war so berührend, wie viele Frauen einfach unterstützen für Kira laufen. Liebe Ilse, dann sage ich nur eines. Vor allem alle Damen, die jetzt da sind und am Frauenlauf noch nicht teilgenommen haben, nächstes Jahr gibt es wieder einen und er ist werbemäßig nicht zu übersehen. Und ich würde sagen, wir können dem Frauenlauf ein bisschen was zurückgeben, dass die heute über 140 Läuferinnen hier haben, indem die Damen, die heute hier sind, beim Frauenlauf 2016 mit dabei sind. Liebe Ilse, vielen Dank. Dankeschön. Ja, noch eines möchte ich vielleicht an Kira selber schicken, senden. Die gesamte Frauenlauf-Community schickt dir viel Kraft. Liebe Kira, alles Gute, viel Kraft von uns Frauen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, und es geht weiter mit einem Interviewpartner, der euch etwas mitgebracht hat. Ihr wart ja alle so hilfsbereit und habt sofort gespendet. Ihr lauft für Kira. Übrigens das auf dieser Seite. Wir müssen hier einen Durchgang freihalten für Fiaker und Einsatzfahrzeuge. Aber das ist Michael Wermbacher. Michi, du eröffnest wann deinen Store WeMove? Ja, wir öffnen morgen um 9 Uhr in Wien Mitte dem Mall den Laufshop WeMove Running Store. Und wie wir das von Kira gehört haben, haben wir gedacht, na, nicht nur eröffnen, wir müssen auch was tun. Zum einen, wir haben gespendet, natürlich und selbstverständlich. Und zum zweiten, wir werden bis zum 31.12. von jedem verkauften Schuh auch noch 2 Euro für Kira abgeben. Das Ganze ist überwacht von unserer Steuerberatung und wir werden am 1.1. dann dieses Geld an Lilly übergeben. Also wenn ihr vielleicht jetzt sowieso vorgehabt habt, euch in Zukunft Sportschuhe, neue Laufschuhe zu kaufen, die werdet ihr auch noch toll beraten. Aber es gibt auch noch etwas für alle, die heute hier teilnehmen oder dann teilgenommen haben. Ja, es ist so, es sind Mädels von uns unterwegs und die haben einen 30 Euro Gutschein für einen Kauf eines Laufschuhs, der den ganzen September gilt und bei uns einzulösen ist. Und neben dem gibt es auch dann noch Wochenangebote und eine Menge an sonstigen Angeboten. Aber unser Highlight ist neben dem riesigen Angebot eigentlich eine Analyse, die nicht mehr auf dem Laufband stattfindet, sondern wir haben im Geschäft eine Strecke mit einer Highspeed-Kamera, wo jeder seinen ganz normalen Lauf tätigen kann. Also wir sind ein bisschen moderner geworden, als das früher mal war. Ja, und jeder von euch kann hinkommen, denn jeder Laufschuh, den ihr kauft, da gehen 2 Euro weiterhin an die Kira Grünberg Stiftung. Vielen Dank, Michael Wermbacher, und viel Erfolg morgen bei der Shop-Eröffnung. Dankeschön, ja, das ist ein Applaus wert, oder? Außerdem, schaut, dass Gutscheine bekommt. Billigere Laufschuhe kann man immer brauchen. Und außerdem gehen ja 2 Euro auch von euren Laufschuhen noch an die Kira Grünberg Stiftung. Jetzt suche ich den Anton Ofner. Ist der Anton Ofner da? Anton Ofner. Von der AUVA. Ja, davon gehe ich aus. Ja, Anton. Anton. Wir suchen den Anton aus Tirol, praktischerweise. Gut. Anton Ofner. Wir haben nicht so viel Zeit, Uli. Wir machen weiter mit Informationen. Informationen für euch. Ihr wisst, Laufen für Kira ist kein Wettbewerb. Das heißt, es gibt unterschiedliche Strecken, unterschiedliche Distanzen, unterschiedliche Geschwindigkeiten, verschiedene Betreuer, die eure Laufgruppe betreuen. Aber es gibt eines, es gibt einen gemeinsamen Start. Deswegen versammeln wir uns hier. Aber jetzt wollen wir euch mal vorstellen, wo ihr denn laufen könnt. Ja, bevor es soweit ist, dass wir zu den einzelnen Gruppen kommen, wir werden euch dann die Gruppenleiter auch vorstellen. Ihr habt es im Vorfeld schon ein bisschen gelesen. Es gibt Gruppenleiter und die werden sich dann auch um euch kümmern. Die haben dann Luftballone auf sich hinaufgebunden und ihr orientiert euch an der Farbe des Luftballons. Alle Farbenblinden sollten einfach den Nachbarn fragen. Auf alle Fälle, ihr orientiert euch bitte am
Luftballon des jeweiligen Läufers. Die Uli hat dann gleich einmal die erste Gruppe oder auch ich, wie auch immer. Und wir werden euch sagen, welche Distanz und in welcher Geschwindigkeit gelaufen wird. Aber ich möchte trotzdem auch hier etwas dazu sagen. Wir sind aus einem Grund hier. Und wir brauchen heute nichts mehr zu beweisen, denn ihr habt es nämlich bewiesen. Ein dickes, fettes, riesengroßes Herz für Kira. Und der Lauf, das soll einfach ein Highlight sein. Wir wollen es hinaustragen in die Welt. Wir wollen zeigen, wie wir zusammenhalten. Und der Lauf, das ist symbolisch für das, was ihr heute schon geleistet habt mit eurem Kommen. Daher bitte keine Aufregung, keine Nervosität, keinen Stress, keine Hektik. Wir laufen gemeinsam für Kira. Ja, und die Pacemaker bitte ich jetzt zu uns zur Bühne kommen. Also alle, die eine Gruppe führen, die einen Luftballon haben. Es sind zwar nicht 99, aber es sind viele. Den berühmtesten unserer Pacemaker hier. Das ist Tom Wallek von Ö3, denn auch die Ö3-Community läuft. Tom, du gehst normal mit Promis durch den Wald, jetzt läufst du für Kira, aber ich weiß, du bekommst einen wunderschönen pinkfarbenen Luftballon. Na, der Fort passt aber gut zu Tom. Ich finde es super, ich finde das süß. Passt er gut? Ist das für dich als Triathlet, kannst du überhaupt so langsam laufen, wie die Ö3-Community heute laufen wird? Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich gar nicht weiß, wie viele flotte Burschen und Mädels da dabei sind. Ich kenne natürlich alle Ö3-Leute, die schon da sind. Von uns sind Gott sei Dank aus der Redaktion eine ganze Menge Leute hier. Also ich freue mich auch, dass 20, 30 Ö3-Leute wirklich mitlaufen werden, direkt aus dem Büro hierher gekommen. Und wir freuen uns natürlich über alle jene, die mit uns mitlaufen werden. Wir werden jetzt kein Höllentempo veranschlagen, ist auch nicht notwendig, glaube ich, heute. Und das ist auch eine Rarität und mache ich sehr gerne an der Stelle für die Kira als Rapidler mit diesem Luftballon zu laufen. Gibt es einmal im Jahr, mache ich aber sehr gerne. Heute geht es um ganz andere Dinge, die viel, viel wichtiger sind. Und für all jene, die mit uns mitlaufen wollen, da gibt es das Ö3-Mobil und wir werden eben, also ich bin der den Pacemaker für die Ö3-Mannschaft machen wird. Wir starten um 18.04 Uhr live bei Peter und Peter von 4 bis später. Also ganz Österreich wird hören, wie wir alle loslaufen um 18.04 Uhr und dann geht es los für alle von uns und für alle, die bei Ö3 mitlaufen wollen, die bleiben bei diesem Ballon hier in der Nähe. Ich nehme an, das werden die meisten sein, oder? Hallo? Bewerbung in eigener Sache, das gibt's ja gar nicht. Aber vielleicht ganz kurz eine Information dazu. Der Tom Wallek und der Peter L. Eppinger mit ihrer Gruppe, nämlich mit dem rosa Ballon am Hintern befestigt, achso, okay, in der Hand haltend, die laufen 4 bis 6 Kilometer mit einer Kilometerzeit von 7 bis 8 Minuten 20. Also das ist das, wo ihr auch die Blätter unterwegs sehen könnt. Jetzt gleich mit. Ja? Aber der Tom hat sofort gesagt, das ist realistisch, das mache ich gerne und deswegen also Gruppe Pink Ö3. Und die jetzt mitkommen wollen, bevor wir uns hier weiter diese flapsigen Kommentare auf der Bühne anhören, die können jetzt gleich mit uns mitkommen zum Ö3-Mobil. Dort ist nämlich der Bereich, wo die Ö3 da loslaufen und was wir dann unter uns dort machen, das geht ja eh keinem was an. Ja? Also vielen herzlichen Dank fürs Mitkommen jetzt gleich zum Ö3-Mobil. Hans Ehn ist auch so eine Rakete, werden wir schauen, wo der mitlaufen wird. Hans Ehn ist wirklich eine Rakete. Danke Tom Wallek, so, also danke Peter L. Eppinger und alle, die bei der Ö3-Community mitlaufen. Also alle drei. Außerdem saß noch dabei, James Poppy und so kommen. Virginia Ernst habe ich schon gesehen, Christina Stürmer und Thomas David. So, aber bevor wir weitermachen, haben wir noch eine prominente Gesprächspartnerin hier auf der Bühne. Sie hat sich nicht nehmen lassen, nämlich nicht nur hierher zu kommen, nicht nur zu spenden, sondern auch aktiv teilzunehmen. Und wir begrüßen recht herzlich Frau Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser. Herzliches Grüß Gott, Frau Minister. Frau Minister,
Warum tut man sich so etwas an? Weil ich selber am eigenen Leib verspürt habe, wie toll das ist, wenn eine Community einen trägt. Das heißt, wenn Unterstützung kommt, wenn das Schicksal noch so schlimm zuschlägt und man trotzdem das Gefühl hat, es sind ganz, ganz viele Menschen, die mit einem sind. Und da muss man einfach dabei sein. Das heißt, Sie werden heute aktiv mitmachen. In welcher Form haben Sie sich schon ein Ziel gesetzt? Laufen darf ich noch nicht, aber ich habe meine Nordic Walking Strecke und ich werde erste Runde mitgehen. Und dann schauen wir, wer jetzt mich treibt. Die Leute sind schon nervös, aber mich würde trotzdem noch interessieren, wenn Sie spontan der Kira etwas ausrichten möchten. Was wäre das? Nie aufgeben, immer vorwärts schauen, nie zurückschauen. Ganz schöne Worte. Vielen Dank, Frau Minister. Dankeschön, Minister Gabriele Oberhauser. Die erste Gruppenleiterin ist da mit dem orangenen Luftballon, Lara Bartlau. Freut mich ganz besonders, dass Kärnten hier vertreten ist. Liebe Lara, ich habe da bei mir stehen, zuerst einmal, damit sich die Leute schon ein bisschen orientieren können. Ich würde mal sagen, wenn ich wäre, ich bräuchte keine Distanz, ich würde gleich bei dir laufen. Aber vielleicht wollen manche nähere Informationen. Distanz 2 Kilometer, Tempo 10 bis 15 Minuten pro Kilometer. Das heißt, da erfahrt ihr, meine Herren, alles von der Lara, was ihr wissen wollt. Ja? Auf diese 2 Kilometer haben wir ziemlich viel Zeit. Lara, ich habe da stehen auch ein kleines Statement von dir, was die Kira betrifft. Vielleicht magst du es ganz kurz selbst sagen, warum bist du heute nicht dabei? Ja, die Kira ist eine sehr gute Freundin von mir und die mich natürlich diese Neuigkeiten erreicht haben, war ich geschockt, wie glaube ich jeder in dem Land. Und deswegen freut mich umso mehr, dass so viele von euch da sind. Und ich will nur sagen, dass wir die coolste Gruppe sind und 2 Kilometer, das können wir alle schaffen und deswegen Oranger Ballon. Oranger Ballon, diese Werbung gebe ich gerne weiter. Sagen wir ganz kurz noch, wer wird denn noch von den Spitzensportlern deine Gruppe mitbegleiten? Die Yolanda Oger, die segeln mit mir gemeinsam und Freunde von mir aus Italien und LA sind da. Also wir sind eine multikulti Gruppe und wir würden freuen, wenn alle mit uns mitlaufen. Also, wer einmal mit Seglerinnen laufen möchte, hat die Chance mit dem Ballon Orange. Ich darf euch bitten, dass ihr euch dann schön langsam in diese Richtung hinaufbegebt. Das heißt, ihr lauft hinten dann los, dann habt ihr kein Problem, dass euch irgendwer überläuft. Und wir laufen in diese Richtung. Also alles geht in diese Richtung, aber jene, die eben langsamer das Ganze angehen, gehen eher weiter hinauf. Also, wer mit den Seglern unterwegs ist, wer mit Orange unterwegs ist, schön langsam in diese Richtung hinauf. Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön. Ich habe als nächstes anzubinden ein Tempo von so 6 bis 7 Minuten pro Kilometer und eine Distanz von 4 bis 6 Kilometer von einer Dame mit einem weißen Ballon runter. Ja, das ist die Marina Kraushofer. Ich habe da stehen, fünffache Staatsmeisterin im Weitsprung und 60 Meter. Viele, viele andere, ich kann es gar nicht alles aufzählen, aber liebe Marina, warum bist du heute da? Kira ist eine gute Freundin von mir und die war in meiner schweren Zeit immer für mich da und jetzt will ich für sie da sein und sie unterstützen. Wie viele Teilnehmer rechnest du, dass du in deiner Gruppe haben wirst? Mach Werbung dafür. Ich hoffe, die meisten natürlich. Okay, die meisten, Juli hat schon gesagt, Distanz 4 bis 6 Kilometer, den Kilometer zwischen 6 und 7 Minuten, Ballon weiß, bitte geh dann auch in diese Richtung hinauf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dir folgen. Nicht nur Leichtathleten haben sich bereit erklärt, mitzumachen, eine Gruppe zu führen, sondern auch 2 Wassersportler. Auf der einen Seite der mehrfache Staatsmeister im Wasserspringen, außerdem 2. beim Grand Prix 2015 in Madrid sowie WM-8. Außerdem Olympiateilnehmer 2008 in Peking, Konstantin Blauer. Und mit ihm gemeinsam eine Synchronschwimmerin, zuletzt war sie bei der WM in Kasan. Sie ist 2-fache Olympiateilnehmerin. Herzlich willkommen, Nadine Brandl. Ihr kennt eure Distanz? Jein, ja. So 5 bis 7 Kilometer habe ich gehört, oder? Richtig, 5 bis 7 Kilometer. Ein Schnitt soll sein von 5,20 bis 6 Minuten. Euer Luftballon ist grün. Also 5,20 bis 6 ungefähr pro Kilometer und eine Distanz von 5 bis 7 Kilometer. Habt ihr noch, Nadine, eine Botschaft an die Kira?
Also ich bekomme es ja selber hauptsächlich über die Medien mit, wie sie geht und wie sie damit umgeht. Und man gewinnt natürlich den Eindruck, dass sie das relativ gut meistert und auch mit großer mentaler Stärke an die Sache herangeht. Und ich wünsche ihr, dass sie das weiterhin weiterhält und das so stark nimmt, wie sie es jetzt tut. Das wird sie auf jeden Fall. Das so viel Unterstützung, das kann man gar nicht anders. Konstantin Blaha und Nadine Brandl, grüner Luftballon, ein Schnitt von 25 bis 6 und 5 bis 7 Kilometer Laufzeit. Danke euch fürs Mitmachen. Und bitte ein Stückchen von der Bühne aus gesehen rechts hinauf. Braucht es nicht mehr allzu weit gehen, aber da werden euch die Leute finden. So, ist der Mann mit dem gelben Ballon schon da? Dominik Hufnagel, ein Spitzenleichtathlet. Dominik, bist du schon in der Nähe? Jawohl! Dominik Hufnagel, ich sehe da, Bronzemedaillengewinner 2015 bei der U20-Europameisterschaft über 400 Meter Hürden, Staatsmeister über 400 Meter Hürden in der allgemeinen Klasse. Unglaublich junger Bursch mit so viel Talent. Lieber Dominik, deine Farbe ist gelb. Du möchtest heute 6 bis 8 Kilometer laufen mit einer Zeit oder in einer Kilometerzeit von 5 bis 5,30. Also es wird jetzt schon schneller, aber beim Hürdenläufer ist es ganz klar, dass der schon Gas gibt. Lieber Dominik, eine Botschaft, eine kurze Botschaft von dir an die Kira. Ja, also Kira, bleib stark, wir wissen alle, das schaffst du. Und ich glaube auch nicht, dass du Mitleid brauchst, weil ich sag mal, du bist unheimlich starke Persönlichkeit und das stehst du einfach durch, das wissen wir. Geile Ansage, danke vielmals, alles Gute. Einfach da hinunter mit dir, du kannst dann schon gleich dann auf der Bühne irgendwo bleiben, dann haben wir es gleich. Ja, wir begrüßen zwei weitere, nicht nur Olympiateilnehmer, sondern Olympiamedaillengewinner. Nicht nur die Sommersportler haben sich bereit erklärt mitzumachen, auch die Wintersportler. Hier sind Ex-Biathlon-Olympiamedaillengewinner Christoph Sumann und Simon Eder. Christoph, schon passend zum Luftballon eine Rose gewählt, also blauer Luftballon. Wie weit werdet ihr laufen? Ich glaube, so zwischen 7 und 9 Kilometer werden wir holzen. Holzen? Mit euch mitzulaufen, ihr seid ja die Ausdauertiere. Wer sollte denn mit euch mitlaufen? Wie schnell sollte man das sein? Wie gut im Laufen sollte man sein? Ja, ich denke, wir werden ein mittleres Tempo wählen und ganz genau weiß ich jetzt selber noch nicht, was der Schnitt für ein Kilometer ist, aber ich hänge mich einfach hinten rein. Hinten rein, du sollst vorne weglaufen. Ungefähr so 5 Minuten. 4,45, 5,15. Wir sind hier nicht bei der Verfolgung. Also du bist der, der als erster startet. Ihr sollt vorausgehen. Ihr bekommt eine Gruppe Läufer mit, falls ihr immer schon einmal mit Christoph Sumann und Simon Eder laufen wollt, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu, den blauen Luftballon folgen. In welche Richtung geht's? Ohne Gewehr, genau. Und ohne Pistole heute unterwegs. Christoph Sumann und Simon Eder, ich würde gerne mit euch mitlaufen, aber ich muss leider weiterreden. Jeder macht, was er kann. Dankeschön, blauer Luftballon, also 7 bis 9 Kilometer. Gleich irgendwo hier vor der Bühne, wenn es euch da abschweißt. Und dann eure Läuferinnen und Läufer mitnehmt. Zu mir auf die Bühne darf ich bitten, mit dem violetten Ballon, Julia und Lena Milonik. Mädels, kommt zu mir. Mein Gott, sind die süß. Komm nur mit, komm nur mit. Jawohl. Mädels, ich habe das so viel bei euch auch stehen. Es ist ja unglaublich, was in Österreich für Sportler herumlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hindernis, viele, viele internationale, nationale Plätze im Hindernis, 2000 Meter, verschiedene Distanzen, 3000 Meter, was auch immer, egal. Heute zählt eines, ihr läuft hier mit dem lila Ballon 8 bis 10 Kilometer mit einer Kilometerzeit von ca. 4,30 bis maximal 5. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Eine von euch stellvertretend, welche Botschaft schicken wir der Kira? Ja, natürlich, dass sie immer weiterkämpft und stark bleibt und ja, sie schafft das. So wie ihr heute, wie ihr es mit eurer Gruppe schafft, wird es gleich hinunter irgendwo da beim Bogen in Aufstellung nehmen und dann kommen all jene, die mit denen mitglühen wollen, ja, kommen dann zum lila Ballon. Herzliches Dankeschön, danke, dass ihr mit dabei seid. Ja,
Jetzt kommen wir zu den schnellen Gruppen. Und eine Dame, die das besonders schnell kann, sie war schnellste österreichische Marathonläuferin 2014, ist heuer Marathon-Vize-Staatsmeisterin geworden und auch sie hat sich bereit erklärt, für Kira zu laufen. Sie ist wunderbar zu erkennen, denn sie hat nicht nur einen rosa Luftballon, sie hat auch rosa Laufschuhe und rosa Haare. Einen riesen Auftrittsapplaus für Conny Köpper. Für dich eine kurze Distanz als Marathonläuferin, wie weit geht's bei dir? Zwischen 10 bis 12 Kilometer. Und wie schnell sollte man sein, wenn man mit dir mitläuft? Du schaust wahnsinnig schnell aus. Ja, wir haben die Gruppe 4,20 bis 4,45. Also die Leichtathleten, die wissen das ganz genau. Also ungefähr einen Minutenschnitt von 4,20 bis 4,45 mit der Dame in Rosa mit dem Conny Köpper. Sie haben die Gelegenheit, mit einer Marathonläuferin mitzulaufen. 10 bis 12 Kilometer ihre Distanz, das geht sich aus in einer Stunde. Das schafft es locker. Also du, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wer will mitlaufen mit Conny Köpper? Na, so, stell dich gleich mal da so vorne. So viel geht nicht, so viel geht unmöglich. Also nur einige von euch bitte, nicht alle bei ihr mitläufen. Ja. Bitte ein Stück da hinunter, gleich nach dem Bogen irgendwo Aufstellung nehmen. Du siehst eh die anderen Ballone, gleich danach du, die schnellsten vorne weg. So, Herrschaften, es wird immer unglaublicher. Christian Steinhammer. Christian, komm bitte zu mir und während du heraufkommst, ich habe hier gerade vorher mit den Melanie Sisters die Jenny Wendt herum gehabt. Die Jenny Wendt ist heute direkt aus Peking gekommen. Sie war im Finale über 5000 Meter dabei, ist heute noch in Deutschland im Zug gesessen und ist jetzt hier dabei. Jenny Wink wenigstens einmal. Komm kurz zu mir. Komm kurz zu mir. Schaut euch das junge Mädel an, was die für Strapazen auf sich nimmt. Das ist dein Applaus. Aus Peking direkt hierher. Und dort war sie im Finale über 5000 Meter. Jenny, herzlichen Dank. Und schau, dass du irgendwo mithaltest. Das Schönste ist, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Danke. So, und jetzt kommt der Christian Steinhammer zu mir. Christian, komm her bitte. Der Christian Steinhammer, vielfacher Staatsmeister, vor allem über 3000 Meter Hindernis, Crosslauf, Europameisterschaftsteilnehmer. Lauter Größen haben wir heute hier bei uns. Und er, anhalten, läuft jetzt mit euch 13 bis 14 Kilometer in einem Tempo von 4,10 bis 4,30 maximal. Also anhalten beim Dominik. Beim Christian, Entschuldigung. Christian, eine Botschaft von dir an die Kira. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, nicht aufgeben, das macht sie sowieso nicht, weiterkämpfen und ich glaube, dann wird das für sie trotzdem noch eine schöne Zeit werden. Vielen Dank für deine Worte und alles Gute jetzt. Jetzt geht's los. Bitte ganz vorne dann Aufstellung nehmen und die Uli hat schon den nächsten Gesprächspartner. Ja, und wir haben nicht nur unterschiedliche Distanzen und unterschiedliche Geschwindigkeiten, wir haben auch ein ganz besonderes Service anzubieten. Von niemand Geringerem als dem österreichischen Leichtathlet des Jahres 2010 bis 2013. Er ist Rekordhalter über 1000 Meter, Olympiateilnehmer 2012 und so weiter. Mehr kann ich gar nicht alles aufsehen, was du alles gewonnen hast. Aber ihr kennt ihn sicher alle. Mal einen Applaus für Andreas Reuter. Zeit, sondern was ganz genau? Ja, also für alle Leute, die sagen, vielleicht ich bin nicht so der Ausdauertyp, 10, 14 Kilometer sind mir zu lang, der kann bei mir mitmachen, bei mir gibt es 10 mal 400 Meter auf der Bahn, also wir machen ein kleines Intervalltraining und ja, wird eine lustige Sache. Wo soll man dir folgen und wo gehst du jetzt hin? Wo kann man mit dir mitlaufen, wenn man dein Intervalltraining machen möchte? Also bei mir geht es mal gemütlich los. Wir gehen jetzt rüber dann zum Wiener Leichtathletikzentrum und dort gehen wir dann auf die Laufbahn. Also wer mal einen richtigen Tatort unter den Füßen spüren will und ja, sich ein bisschen auslangen will, der soll dem blauen, hellblauen Ballon folgen. Hellblauer Ballon, Andreas Reuter, dann hinüber geht's und Intervalltraining mit dem Profi. So, und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Uli so sportlich ist und hinunterspringt. Uli, gehst du schnell hinunter zum Tom? Machen wir das gleich da unten. Thomas Geierspiecher, 2012 Bronze über 400 Meter bei den Paralympics in London. 2011 Bronze über 400 Meter und Gold über 5000 Meter bei der WM in Christchurch. Thomas Geierspiecher, schön, dass du da bist. Ja, Thomas, du bist
wahrscheinlich der, der am allermeisten von uns allen mit Kira mitfühlen kann. Du bist einer der wenigen, der jetzt weiß, was in ihr vorgeht. Was ist denn deine Botschaft an sie? Was möchtest du ihr mitgeben? Ja, ich meine, ich glaube, eine Botschaft braucht man nicht geben. Also das war mal das erste Öffentliche, was man heute in der Früh im Radio gehört hat, war ja eh schon voll positiv. Also ich glaube, die macht schon einen Weg, diese Leistungssportlerin. Ich glaube, die weiß, wie man sie, wenn der richtige Zeitpunkt, die richtigen Ziele setzt. Und ja, die ist super positiv, kommt es um. Und einfach Zeit lassen und man muss nichts, es kann einfach nur alles besser werden und einfach Mut zur Hoffnung. Und ja, das, aber das macht, das spürt man eh, dass das macht. Das spürt man. Ich glaube, das spüren wir alle und die Kira spürt auch, dass wir für sie da sind. Was machst du heute? Du rollst gemütlich oder mit flottem Tempo? Wer soll mit dir mitkommen? Ja, ich fahre mit dem Rollstuhlfahrer. Ich habe den Vorteil, dass ich einen Rennrollstuhl mit habe. Ich habe heute schon Trainingseinheit gemacht, somit muss ich die halt locker mit. Und es geht eh nur um das, dass man einfach da ist, Solidarität sorgt. Und also extrem geil, wie viele Leute da sind, so kurzfristig irgendwie alles organisiert. Und man kann sich echt stolz sein auf die Veranstaltung und einfach richtig geil irgendwie, wie viele Ausmaße, dass das annimmt, dass die Leute einfach so solidarisch sind. Das ist echt voll schön zu sehen. Dankeschön, Thomas. Und jetzt gibt's die Botschaft nicht nur von uns an Kira, sondern auch von Kira an euch alle. Also ganz kurz Stille, die Botschaft von Kira Grünberg an euch alle, die laufen für Kira. So Freunde, da hinten hat man uns noch nicht gehört. Wir bitten euch ganz kurz um Aufmerksamkeit. Ihr hört jetzt eine Botschaft von Kira, die sie speziell euch allen, die hierher gekommen sind, mitgeben möchte. Hallo, ich bin's, die Kira. Ich möchte mich bei den ganzen Läufern, die heute in Wien beim Lauf für mich starten, bedanken. Mir steigt die Gänsehaut auf, wenn ich höre, wie viele daran teilnehmen. Es ist echt ein wahnsinniges Geschenk von euch. Auch beim Organisationsteam und bei Ö3 möchte ich mich bedanken, dass sie das organisiert haben und eben mich unterstützen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lauf und liebe Grüße aus Bad Hering. Schön, Kira, dich zu hören. Und das, was jetzt abgeht, das ist für Kira. Und ihr alle seid sensationell. Und ich darf den Willi Nilke um den Startschuss bitten. In diese Richtung. Schön gemütlich geht's dann los.
Gera, auch eine Grußbotschaft im Namen vom ganzen Sender Puls 4, in diesem Fall vom Sportchef Christian Eber. Ich bin begeistert, was hier abgeht für dich. 3500 Leute, die für dich laufen. Und das hast du dir wirklich verdient. Und ich bewundere deine Moral und deine Courage. Die Segelgruppe mit Lara Badlau, die Seglerin derzeit im Einsatz für die Rio 2016-Kampagne. Sie ist Weltmeisterin und Europameisterin. Und sie kennt die Kira schon sehr lange und super gut. Und ihr ist das ganz wichtig, sie jetzt in allen Bereichen zu unterstützen. Sie sind einfach sensationell, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Laufen für Kira. Viele, viele vom Frauenlauf sind schon hier im Ziel. Herzliche Gratulation, aber vor allem herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es ist einfach nur großartig. Mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Ja, Uli, wenn ich da hinunterschaue, es hört einfach nicht auf. Es kommen Läuferinnen, Läufer ständig noch hier herauf, die Drahtallee. Teilweise laufen sie sogar noch freiwillig hinunter, um einfach zu zeigen, wir sind eine große Familie und wir sind heute hergekommen, auch wenn der Himmel ein bisschen weint, aber wir sind hergekommen, um mit Kira hier ein Zeichen zu setzen, für Kira und der Welt draußen zu zeigen, wenn es uns schlecht geht, wir halten zusammen. Laufen für Kira. Der Direktor der Volksbank Wien-Baden, Wolfgang Leier, die Volksbank war nicht nur beim Zählen behilflich und wir wollen natürlich einen Scheck überreichen. Und niemand geringerer ist da als Kiras Manager und den widmet auch zu uns Tom Herzog. Wie
schaut's aus, gehen wir rauf, bleiben wir runter, nein, gehen wir da rauf. Aber siehst du, wegen der Dusche, habe ich gemeint. Komm, wir machen das, wir schaffen das. So, der Tom Herzog ist bei mir und er hat sich sicher einen, ja, würde ich sagen, anderen Anlass gewünscht, dass er hier stehen kann. Es ist aber so und er trägt jene Kraft, sage ich jetzt einmal, mit sich, die er von der Kira vermittelt kriegt. Tom, meine erste Frage, du bist heute hierher gekommen und hast gesehen, was da abläuft. Was waren so deine ersten Gedanken zu dieser Geschichte? Also meine ersten Gedanken war, dass ich mir gedacht habe, da wird sich die Kira wirklich freuen, wenn ich die ganzen Fotos schicke, weil ich habe dann von Anfang an eigentlich von den ersten Minuten, wo ich da war, gepostet und alles mitgeteilt, habe dann auch durch die Mama, die Kira hat, also die Mama von der Kira das Handy gegeben und sie hat sich das alles angeschaut und sie war begeistert. Das ist genau die Kraft und die Stärke, die die Kira braucht im Moment. Ist korrekt. Ja, wir haben schon sehr viel gehört, wir haben viel gelesen über das Ganze. Heute hören wir es aus erster Hand und ich glaube, was uns wirklich alle interessiert, wo stehen wir momentan? Wie geht's der Kira? Wie schaut es jetzt aus mit der Reha? Wie schauen wir aktuell aus? Also wir sind jetzt 5 Wochen nach dem Unfall selber. Es ist so, dass die Kira die mentale Stärke von der ersten Sekunde eigentlich nicht verloren hat. Das heißt, man hat immer noch das Gefühl, wenn man ins Zimmer reingeht, dass man Kraft von ihr bekommt, statt dass man Kraft geben muss, was ein unglaubliches Gefühl ist. Bewegungstechnisch haben wir heute eine 3 bekannt gegeben, dass man seit 1 bis 2 Wochen jetzt merkt, dass die Kira leichte Beweglichkeit in den Händen hat. Das heißt, sie kann die Hände von der Bettdecke wegheben. Das ist noch nicht so viel, aber es ist im Endeffekt trotzdem ein für uns sehr ermutigendes Zeichen. Und man darf nicht vergessen, die Kira ist eine Trainiererin und eine Sportlerin immer gewesen und übt auch diesen kleinen Bewegungen hin dann natürlich immer weiter. Und wir erwarten uns da schon viel. Also es wäre sehr wichtig für sie, die Hände bewegen zu können. Man muss schauen, wo es hingeht. Wir haben gestern war ich bei ihr und haben gesagt, wir versuchen einfach jeden kleinen Finger, jedes kleine Bewegungszeichen zu nehmen, dafür dankbar zu sein und damit umzugehen. Und ich glaube schon, dass die Kira noch was erreichen kann. Wir wissen aber nicht was. Gut, du hast uns auch noch was mitgebracht. Wir haben es am Anfang kurz vor dem Start gehört, ein kurzes Statement von der Kira. Und sie hat dann mit dem Tom noch einmal eine kurze Aufzeichnung gemacht. Können wir die bitte ganz kurz einspielen? Hallo, da ist die Kira. Ich wollte mich ganz recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die mir Nachrichten geschickt haben, die Anteil daran genommen haben, die ja die Zeitungsberichte verfolgen, die für mich gespendet haben, die mir Briefe geschickt haben, E-Mails geschickt haben, alles Mögliche. Ich habe auch immer probiert, die Nachrichten zu lesen und die Briefe wurden mal von den Eltern oder von Freunden vorgelesen. Und ich habe immer versucht, immer bei den Antworten ein bisschen mitzuhelfen, soweit ich das können habe. Und ja, also macht euch nicht zu viele Sorgen, mir geht es in der Reha ganz gut und ich werde auf jeden Fall wieder weiterkämpfen. Soweit. Ehrliche, starke Worte von der Kira. Lieber Tom, wir sehen uns dann gleich noch einmal zur Spendenübergabe. Ich glaube, die Uli hat ihren nächsten Gesprächspartner irgendwo verloren. Ja, der ist auf dem Weg hierher, aber ich glaube, ich sehe ihn schon. Er hat so einen Schirm geholt, das war gar nicht so einen Volksbankschirm praktischerweise. Den braucht er gar nicht, weil wir haben doch natürlich ein Dach für alles ist gesorgt hier. Und jetzt bitte ich ihn zu mir, den Direktor der Volksbank Wien-Baden, Wolfgang Gleier. Hinter dir. Grüß Gott, Herr Direktor, warum unterstützt denn die Volksbank dieses Projekt Laufen für Kira? Also es ist uns ein Anliegen, die Sportler zu unterstützen, wenn sie aktiv sind. Und wenn eine Sportlerin im Sport einen Unglücksfall erleidet, dann wollen wir die nicht hängen lassen, sondern dann unterstützt man natürlich die weiter. Also, 2 Mitarbeiter von der Volksbank haben Geld gezählt. Das war gar nicht so einfach, denn es war sehr, sehr viel. Einmal von mir einen ganz herzlichen Dank an euch alle, an alle, die mitgeholfen haben, natürlich auch an die Medien, die diese Veranstaltung unterstützt haben, indem sie vorher diese Veranstaltungen noch beworben haben und so viele wie möglich aufgefordert haben, hierher zu kommen und mitzulaufen. Hier auf der Bühne geht es drunter und drüber, aber wir haben den Scheck. Und den wird der Veranstalter entgegennehmen. Und jetzt einmal für den einen Riesenapplaus. Willi Lilge! Willi, komm zu mir. Willi, komm da heraus, bei mir heraus. Ist er super cool, angenehm, entspannend. Aber das ist halt so, wenn man schlechte Verträge ausmacht. Die Uli hat gesagt, ich brauche ein Dach. Ich habe es leider nicht gesagt. Willi, alles Blödsinn. Wir stehen, glaube ich,
am Ende eines Anfangs, nämlich des Anfangs darüber nachzudenken, wenn verrückte Leute, und gestatte mir, wenn ich dich jetzt dazu zähle, wenn verrückte Leute spontane Ideen haben und das noch dazu für einen guten Zweck und diese Ideen dann nicht nur gesponnen werden, sondern auch umgesetzt werden. Und wenn sie umgesetzt werden, noch diese Bestätigung bekommen mit Tausenden von Läufern, dann würde ich von dir einfach jetzt wissen, wie geht's dir momentan? Momentan geht es mir sehr gut und ich muss ehrlich sagen, ich bin überwältigt. Mir sind teilweise wirklich die Tränen gekommen, was ich nicht gesehen habe, was da abgegangen ist. Wie zum Schluss der eine Läufer im Rollstuhl mit Hilfe aufgestanden ist, über die Ziellinie halb gegangen ist. Also das sind einfach Momente, die sich wirklich bewegen und da weiß man, warum man das tut. Da weiß ich, warum ich jetzt gemeinsam mit der Manuela Walli jetzt eigentlich einen Monat lang für dieses Projekt, das ich gelebt habe, sehr viel gearbeitet habe. Aber der Dank geht an euch. Ich bin nur der, sagen wir vielleicht, der Multiplikator. Der Dank geht an euch, an alle Teilnehmer, die hier mitgemacht haben, die hier so üppig gespendet haben. Geht an die vielen freiwilligen Helfer. Wir haben rund 100 Helfer im Einsatz gehabt, die sich innerhalb der ersten beiden Tage an uns gewendet haben. Der Dank geht natürlich auch an die Kooperationspartner, die das Ganze ermöglicht haben. Und ich muss sagen, wir haben keine einzige Firma angeschrieben. Wir haben nirgends gebettelt darum, dass sie uns helfen, uns unterstützen. Alle sind zu uns gekommen. Und das kann man also wirklich nicht genügend hoch anrechnen. Und da kann ich nur... Ein lauter Applaus ist da wirklich gebührend. Und es ist wirklich einzigartig, was also hier geleistet wurde. Und das Tollste an der ganzen Sache ist, und darum geht es, ich habe immer gesagt, wir haben nur einen VIP bei dieser Veranstaltung, das ist die Kira Grünberg selbst, die leider nicht selbst hier sein kann. Wir können versuchen, ein bisschen finanziell zu unterstützen. Es ist, die Rehabilitation ist einfach sehr kostenintensiv und es ist nicht so, dass das von allen Seiten also gedeckt wird und jeder Euro von euch, jeder Cent von euch hilft also hier entscheidend, dass ihr die bestmögliche Rehabilitation bekommt. Das ist uns also ganz, ganz wichtig, einerseits ein finanzielles Trostpflaster. Andererseits soll Kira merken, und ich hoffe, das hat sie auch getan, dass hier in Wien viele tausend Menschen für sie unterwegs sind, die Anteil nehmen an ihrem Schicksal und es auch zeigen, dass die österreichische Sportlergemeinde zueinander steht, wenn also jemand in Not gerät. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig. Ich kann den Dank nur an euch zurückgeben. Ihr habt es die Leistung gebracht und ihr habt es also letztendlich auch die Spendensumme zusammengebracht, die wir jetzt gespannt erfahren dürfen. Ja, wir erwarten es gespannt. Vorher noch natürlich auch den Dank an die Manuela Walli, die mit dir das gemeinsam organisiert hat. Die ist aber irgendwo beschäftigt. Vielen Dank. Danke natürlich auch an alle Sponsoren, die mitgeholfen haben. Sollten Sie noch eine persönliche Message an die Kira haben, es liegt ein Gästebuch auf. Aber jetzt, Herr Direktor, jetzt wollen wir wissen, wie viel ist denn zusammengekommen? Also es ist sehr viel zusammengekommen, wir haben es genau gezählt, es sind sogar Dollar dabei gewesen, es sind 500er dabei gewesen, es war wirklich toll. Wir haben es jetzt ganz leicht aufgerundet und das ist die Summe. 64.000 Euro! Das ist ja unglaublich, das ist ja wirklich unglaublich, leider nicht, 64.000 und ihr alle, steht auf dem Scheck mit da drauf, ihr alle, ihr seid einfach geil, danke vielmals, danke, danke, danke. Wir brauchen noch ein gemeinsames Foto. Die Lara Wandlau sagt noch auf. Der Tom Herzog, Manager von der Kira und die beste Freundin. Sie kommen auch auf ein gemeinsames Abschiedsfoto. Ihr könnt jetzt dem Tom dann den Gutschein übergeben. Die Lara Wandlau ist eine der besten Freundinnen an der Kira. Unsere Seglerin ist natürlich auch geblieben, hat gewartet, war natürlich gespannt, was zusammenkommt. Es ist einfach unglaublich und ja, ich kann auch nur an alle Medien appellieren, so wie im Vorfeld schon, berichtet es auch von dieser Geschichte heute. Ich glaube, es ist bis dato einzigartig in Österreich, was wir alle, die wir hier stehen, heute hier geleistet haben. Und ich sage euch eines, und wir haben, die Uli und ich, wir haben heute mit dem Willi schon vor der Veranstaltung gesprochen und wir haben ihn ganz provokant gefragt, Willi, war's das und ist es aus? Und er hat geschmunzelt und hat gesagt, weißt du, der Kira ist jetzt im Moment damit ein bisschen geholfen. Aber das reicht nicht für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre. Und wenn ich Partner finde, die diese Veranstaltung in Zukunft mittragen,
Denn dann geht es darum, dass man nicht mehr so viele Gönner finden wird, die hier unentgeltlich helfen und, sondern dann braucht man einfach einen finanziell starken Partner, der möglicherweise als Volksbank, was auch immer, diese Geschichte mitträgt, und dann ist der Willi bereit und der Willi sagt, ich mache es wieder, wenn die Umgebung stimmt. Ihr habt heute auf alle Fälle gestimmt. Ja, und wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht, für Kira zu laufen. Hat es das? Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, kommt's gut nach Hause, geht's ins Trockene. Leider, ich gehe jetzt noch auf ein Stötzen, dann geht der Weg heim nach Kärnten. Ich sage einmal danke, liebe Uli, du warst eine sensationelle Mitmoderatorin. Es war wunderschön mit dir. Danke. Das kann ich nur zurückgeben. Tschüss, ich freue mich und hoffentlich gibt's nächstes Jahr wieder so einen Lauf und wir laufen nochmal für Kira. Kommt's gut nach Hause, pfiat euch. Tschüss, Baba. Willi, ein Schlusswort? Ja, ich bin überwältigt. Leute, das ist super. Wir haben nie geträumt davon, dass wir so viel an Spenden erzielen können. Es war eine gewaltige Veranstaltung, die Stimmung war hervorragend. Es geht nicht besser. Also wir haben vor ein paar Wochen nicht im geringsten geträumt davon, dass wir in diese Dimensionen vorstoßen. Das haben wir alles euch zu verdanken. Also, ich weiß nicht, welche Botschaft ich habe, glaube ich, schon ausrichten lassen, eben auch an herzugeben, dein Manager, wenn du mal irgendwas für mich von mir brauchst oder sowas oder reden möchtest oder wie auch immer oder so, ich will mich nicht aufdrängen, aber ich bin jederzeit gern da, ich wünsche dir alles Gute. Du schaut eh aus, wie wenn bei mir alles gut drauf hat, nur lass auch zu, wenn es dir mal nicht gut geht, mach dir keinen Druck nicht und alles hat seine Zeit und das Ding, was brauchst du, mit dir einfach. Ich wünsche dir alles Gute. Super. Danke. Liebe Kira, ich habe dieses Video für dich gemacht, um dir zu zeigen, wie viele Menschen an dich denken und mit dir mitfühlen. Ich hoffe, es gibt dir noch mehr Kraft und Mut für die Zukunft. Alles Liebe.